Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Figuren, die es gibt! Oh, yes! Liebe Freunde, ich habe es denn doch endlich mal geschafft, alle Mini-Nintendo-Figuren zu bekommen. Es hat mich sage und schreibe 1,5 Stunden noch gekostet, für 25 Figuren die zu kriegen. Nicht schön, sage ich euch, nicht schön. Und ich hatte ja den Luxus des Zurückspulens. Stellt euch das auf dem Game Advance in Original vor. Keine Chance! Ich weiß gar nicht tatsächlich, ob ich das damals gemacht habe. Eigentlich, ich meine mich zu erinnern, ich hatte es vollständig, aber oh mein Gott, das muss ja ewig gedauert haben. Okay, aber jetzt haben wir es. Ich bewahre sie sorgfältig auf. Du kannst sie dir jederzeit hier ansehen. Außerdem verleihe ich dir diese Mini-Nintendo Goldmedaille. Ich hoffe, du weißt das zu würdigen. Es ist ein goldenes Gesicht von ihm. Toll. Mini-Nintendo-Medaille erhalten. Und da ist sie. Juhu. Okay. Was wir aber als erstes machen, ist, wir gucken uns die Figuren hier an. Alle, die neu sind. So. Nummer 1, 2, 3 haben uns ja gefehlt. Gleich als erstes, Marco, Kind, das in Hyrule lebt, kennt Prinzessin Zelda schon lange. Nummer 2, warte mal, gab's da noch, da gab's nicht noch mehr, okay, kurz und knapp gefasst. Nummer 2, Ezelo und Marco, Kind, das gemeinsam mit Ezelo Abenteuer erlebt, um Zelda zu retten. Auch das ist der einzige Satz dazu. Nummer 3 ist die Prinzessin Zelda, die fröhliche Prinzessin von Hyrule, kennt Marco schon sehr lange. Frage jetzt noch weiter. Sie bereitet dem Minister Sorgen, weil sie so oft wegläuft, um in der Stadt zu spielen. Mhm, das haben wir ganz zum Anfang auch mitbekommen. Ups, nein, ich wollte noch nicht raus. So, die 13 und 14 sind die beiden anderen, oder die nächsten. Da, 13, Blöhm. Ich habe ihn für Mr. Right gehalten. Ähnlichkeit besteht. Unfreundlicher Professor, der sich nur für die Minish-Forschung interessiert. Er ahnt nicht, dass er sein Haus mit einem Minish teilt. Hier. Das würde ihn umhauen. Nummer 14 ist Meister Mini-Nintendo höchstpersönlich. Besitzer des Mini-Nintendo-Ladens. Hervorragender Figurenmacher. Das Sammeln von mysteriösen Muscheln ist sein Hobby. Und er hat so unsagbar viele von uns in den Rachen geschoben bekommen. Unglaublich. Nummer 18. Gorman. Oder Gorman. Er möchte sein Haus in der Stadt vermieten, ist aber so arrogant, dass sich kein Mieter findet. Ja, warum bloß? Er selbst weiß nicht, woran es liegt. Aha. Wir haben aber dann doch zwei bezaubernden Damen ein neues Zuhause geben können. So, Nummer 18 war das, dann die 20 und 21. Roccoli, Gemüsehändler von Stadt Hyrule, verkauft nur frisches Gemüse. Ja, das will ich auch hoffen. Streitet sich mit Bruna darüber, was gesünder ist, Gemüse oder Obst. Na, wie immer, die Kombi macht's. Die 21 Bruna natürlich ist auch neu. Obsthändler von Stadt Hyrule preist mit lauter Stimme seine Waren an. Er hasst Gemüse und hat keine Melonen, weil Melonen angeblich Gemüse sind. Bitte was? Okay. So, Terry hatten wir schon. Die 24, der Eremit. Das war für mich tatsächlich die letzte Figur, die ich gezogen habe. Oder die letzte, die noch nötig war. Eremit, der auf dem Gongo-Bett liegt, besitzt viele Glücksfragmente. Echt? Haben wir so viel mit dem vereint? Waren das nicht nur ein oder zwei? Naja, egal. Ist stolz darauf, dass er einmal im Schwertkampfturnier gewonnen hat. Guck einer an. Auch er hätte theoretisch so ein Meister Magnus werden können. So, dann gibt es einen gewaltigen Sprung. Warte mal, da gehen wir mal schnell hin. Die Nummer 40. Die Waldmännchen sind nämlich noch neu. Erwachsene können sie nicht sehen. Sie möchten Menschen Freude machen. Sie stellen praktische Werkzeuge her, die sie heimlich, still und leise in der Umgebung der Stadt ablegen. Wie zum Beispiel den Tyro. Dann die Nummer 60 ist die nächste. Kikeriki. Fröhliche Stimme und ein süßer Kamm. Die Hühner hier aus Stadt Hyrule. Zurzeit das beliebteste Haustier in Stadt Hyrule, ja. Sie sind lieb, aber wenn man sie zu sehr ärgert,
Die Küken lieben kleine Insekten. Und Minish, wie wir in Anjus Haus gesehen haben. Dann die 64. Die Tingle-Brüder, beziehungsweise Tingle-Mitbrüdern. Jüngere Zwillingsbrüder von Tingle. Grün, Jingle lila und Swingle blau. Ups, nein. Sie glauben, dass man Feen treffen kann, wenn man Fragmente vereint. Sie tragen Informationen über Fragmente auf der Karte ein. Der weißgekleidete David Junior ähnelt ihnen, ist aber nicht ihr Bruder. Dum, 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 dum. So, 64 haben wir. Dann die 82. Als nächstes, da. Die Nimbus-Garde treten unter anderem im Palast des Windes auf. Gardistenkommandanten. Sie sind stark, aber mit den richtigen Techniken sind sie zu besiegen. Ja, yeah. Wir haben die Fernzünderbomben immer genommen. Voll geschummelt. So, die 85 ist der nächste. Der Mini-Moldor. Treten an verschiedenen Orten auf, sind schnell und unberechenbar. Man sollte sie in die Enge treiben und dann mit einem Schlag besiegen. Okay. 86 auch. Die Steintür, oder wie ich sie nenne, Real Fake Doors, treten im Tal der Königsfamilie und im dunklen Schloss Hyrule auf. Fallen, die als Tür getarnt sind und zuschlagen, wenn man zu nah ist. So, 109 müsste die nächste sein. Da. Blauer und roter Tod treten in Dungeons auf. Sie schweben in der Luft. Trifft man sie mit dem Schwert, ist man für kurze Zeit paralysiert. Ja. Auch das haben wir gesehen im dunklen Schloss Hyrule. Die 112 kommt als nächstes. Der Golden Arachno. Golden Arachnos, Märchengestalten? Ihr Lebensraum ist unbekannt. Man weiß lediglich, dass sie stark und nur schwer verwundbar sind. Aber auch das haben wir mehr als einmal eindrucksvoll bewiesen. Sie sind bezwingbar. 112 haben wir. Die 115 habe ich mir aufgeschrieben. Lakito, da ist er. Wir haben es nochmal wirklich schwarz auf weiß. Es ist der Mario-Charakter. Treten über den Wolken auf. Sie schweben auf Wolken in der Luft. Sie bewegen sich nicht, feuern aber Kugelblitze ab. Man saugt am besten die Wolke mit dem magischen Krug an, um sie zu besiegen. Yo, genau das haben wir auch gemacht. Die 126... Piccolo! Und es ist auch sehr gut, dass wir den noch nicht hatten, weil dadurch, dass ich die Figur gezogen habe, erinnere ich mich daran, dass wir zu dem auch noch gehen können. Jetzt, nachdem wir Vati besiegt haben, da waren wir auch noch nicht, also da haben wir noch mal ein bisschen was wir uns angucken können. Legendärer Gorone, der größer ist als ein Berg. So groß, dass bisher niemand seinen ganzen Körper gesehen hat. Wow. Alles klar. So, 126, dann die 31, 32, 33, 34, 35, 36. Genau, die letzten 6 hier unten. So, ab hier. Zelda und Marco. Der König von Hyrule und Großvater Alberich sind seit langem befreundet. So kennt Zelda Marco schon seit frühester Kindheit. Sie möchte, dass Marco mutig, stark und berühmt wird. Okay. Ich würde sagen, haben wir eindrucksvoll bewiesen. Minish Ezelo. Der Minish Ezelo, bevor er vom Fluch des Hexenmeisters getroffen wurde. Ein berühmter, weiser Zauberer in der Welt der Minish. Unter den vielen Werkzeugen, die von Minish hergestellt werden, sind seine ganz besondere... was? Unter den vielen Werkzeugen, die von Minish hergestellt werden, sind seine ganz besondere Wunderwerke. Alles klar. Dann der Schwarze Ritter. Treten im dunklen Schloss Hyrule auf. Stärkste Variante der Schattengarden. Gleichermaßen geschickt im Angriff und in der Verteidigung. Behindern Marco bei einem Versuch, Vatis Zeremonie zu stoppen. In der Tat! Aber auch die waren nichts gegen unsere Schwertkünste. Und die letzten drei Figuren sind natürlich Dämon Vati! Nachdem Hexenmeister Vati das Force erlangt, wird er zum Dämon, Dämonen. Seine besonderen Flüche und die Strahlenattacken aus seinen kreisenden Pupillen sind gefährlich. Und Gift Dämon Vati. Dämon Vati nach einer weiteren Verwandlung hat keine Ähnlichkeit mehr mit dem ursprünglichen Vati, kann nur mit dem heiligen Schwert der Vier besiegt werden. Und last but not least, Erzdämon Vati. Erzdämon Vati nach seiner letzten Verwandlung ist nun durch und durch böse und kennt nur ein Ziel, Marco zu vernichten.
Man muss seine Schwächen ausnutzen und das Schwert der Vier einsetzen. Und das haben wir gemacht. Erzdämon Vati ist besiegt. Wir haben alle Figuren. Wir haben auch den Beweis dafür. Und jetzt wird es Zeit. Endlich das letzte vermaledeite Herzteil entgegenzunehmen. Einmal hier rein, bitte. Was? Die Tür ist verschlossen. Von hier aus kommt man nicht rein. Moment. Wer schließt uns die Tür auf? Hey, nicht schlecht. Kompletto. Voll krass. Du bist ein echter Maniac. Das macht echt was her. Ich lade dich in mein Haus ein. Nimm einfach mit, was dir gefällt. Reiche Leute sind großzügig. Okay. Kann ich nicht so bestätigen. Aber er hat gesagt, wir sollen uns mitnehmen, was wir wollen. Und ich will das da. Herzteil erhalten. 4 Herzteile geben einen neuen Herzcontainer. Deine Herzteil erhöht sich auf 20. Und du hast wieder volle Energie. Leute, volle Herzreihe. Und ja, da gibt's jetzt keinen goldenen Token oder irgendein Abzeichen für. Das bleibt einfach jetzt auf 0 von 4 stehen. Aber wir haben sie alle. 20 Herzen kompletto. Und dann gucken wir natürlich auch nochmal in die Kisten hier rein. Jo, nochmal ein bisschen Geld. 200 hier. 200 da. Und nochmal 600 Rubine einfach abgestaubt. Jo. Und die konnten wir sogar alle mitnehmen. Und das Grammophon. Ein Grammophon, das Lieder spielt. Wunderbar. Willst du mal hören? Jo. Und jetzt haben wir hier quasi die Jukebox des Spiels, würde ich mal meinen. Melodie 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nicht betitelt, einfach nur durchnummeriert. Hören wir mal rein. Jo. Opening Scene, Startbildschirm. Okay. Ja, jetzt kann man hier halt einfach schön die ganzen Soundtracks durchhören. Große Feenquelle. Ah, schön. Ich weiß teilweise gar nicht, wo die vorkamen oder ob die überhaupt vorkamen. Das klingt gerade so nach einer Spieluhr-Variante von der Einleitungsgeschichte aus A Link to the Past. Kam das hier vor? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Yeah! Oh, der Tiloria-Wald. Wie viele gibt's? Mal die 37 anhören. Bam, 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 bam. Schloss Hyrule. Oh yeah, sehr cool. Aber es ist dunkles Schloss Hyrule, oder? Ja, es klingt sehr düster. So, 52. Was ist die 52? Ah, die geheime Welt von Tabanta. Okay. Ja, kann man sich hier ein bisschen austoben, wenn man Bock drauf hat. Wir haben mal reingehört. Nettes Feature. So, wir wollen aber noch zu einem gewissen... Ups, nein, Goronen. Da-dam-dam-da-da-dam. Denn unser Inventar ist zwar vollständig von der Anzahl der Plätze her, aber... Ups, das war... Wobei, doch. Ich wollte gerade sagen, das war falsch, aber... Wir können ja auch von hier aus einfach runterfallen. Auf den Sela-Wasserfall. Und da ist er nämlich schon. Er hat noch was für uns, nachdem wir eine große Tat vollbracht haben. Und das haben wir. Hallo! Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Mützenwicht. Schön, dass du mich hier im letzten Winkel des Gebirges besuchen kommst. Hm? Trägst du da etwa einen Schild in deiner Hand? Ja, und den hatten wir auch schon beim letzten Mal dabei. Für uns Goron ist das die allergrößte Delikatesse. Bitte was? Aber der ist doch aus Holz, oder nicht? Ihr fresst doch Steine. Oh, bitte. Mein lieber Mützenwicht, lass mich von deinem Schild probieren. Keine Sorge, ich probiere nur ein klitzekleines Stückchen, ehrlich. Einmal abbeißen?
mein Schild ist so groß wie dein Schneidezahn, wenn überhaupt. Da ist nicht mit nur einmal abbeißen. Lässt du mich dein Schild kosten? Nein, wie eklig. Okay, na gut. Bitteschön. Ist dir klar, dass du den Schild in der Zwischenzeit nicht verwenden kannst? Überlässt du ihn mir trotzdem? Ja doch. Stimmt, lassen wir es nochmal überlegen. Nein, nein, nein. Let's go! Wirklich? Danke. Dann will ich gleich mal. Mahlzeit! Und nom! Hat's geschmeckt? Mampf, klonk. Oh, wie vorzüglich. Es stimmt tatsächlich. Erlesenes Futter. So, jetzt haben wir kein Schild mehr. Mampfklonk, oh wie lecker. Lass mich noch ein Stückchen probieren. Okay, er braucht seine Zeit. Ich hoffe einfach, wenn wir einmal das Gebiet verlassen und wiederkommen, dass er dann soweit ist, weil... Wie lange brauchst du denn? Mampfklonk, oh wie lecker. Ach, komm schon. Wir haben quasi nichts mehr zu tun gerade. Also, okay, warte mal. Doch, mir fällt noch was ein. Aber erstmal will ich das Schwert wieder an der richtigen Stelle haben. Mir fällt noch was ein, was wir machen können. Und zwar gehen wir mal in die Stadt. Yeah. Und von hier aus... war das der schnellste Weg? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, war es nicht. Oh Gott, falsch gelaufen. Von hier aus links raus zum westlichen Wäldchen. Denn da gab es ja noch die zwei Stellen, wo die umgestürzten Bäume sich aufgerichtet haben. Wo ich fälschlicherweise geglaubt habe, es müsste sich noch ein Eingang öffnen. Aber nein. Da ist nur was zum Ausbuddeln. Ey! Der Kitten hat uns Geld geklaut. Naja, macht nichts. Okay. Hau ruhig ab, du blöder Vogel. So, und zwar einmal die Stelle hier. Und einmal da oben. Ach komm, geh weg. So. Da können wir einfach mit unseren Maulwurfshandschuhen ein bisschen buddeln. Und dann kriegen wir was Tolles. Was wir jetzt wahrscheinlich auch... Naja, zumindest einen davon. Ja. Oh no, es ist nur ein Fuffi. Also ja, wie gesagt, es gibt da halt Geld zum Ausgraben. Ich dachte, es wären 200er, aber nö. Wenn es nur das ist. Oder war es ein 100er? Ich weiß es nämlich nicht. Warte mal, wie kommen wir denn jetzt da unten hin? Genau, wir müssen einmal noch hier lang. Ey! Blöder Vogel. Genau, und hier die letzte Stelle. Okay, das ist ein 200er. Da ist jetzt wieder ein bisschen was von verschwendet, aber umso schöner sieht es dann aus, wenn wir das Spiel beenden mit vollen 999 Rubinen. Und jetzt auch vollen Herzen. Aua, okay, nicht mehr vollen Herzen. Verdammt. Gibt es da noch ein Herz für mich oder eine Fee? Nehme ich auch. Hallo. Bitte Heilung. Nee. Dann halt hier. Irgendwo. Ja, okay. Da war mehr als genug dabei. Okay. So, Corona, bist du fertig? Ich will diesen Item-Slot bitte noch füllen. Mit etwas, was du uns gibst. Was jetzt eigentlich voll keinen Zweck mehr hat, weil... Wir haben das Spiel durch. Warum kriegt man das jetzt erst und nicht schon vorher? Oder war die große Tat, die wir vollbringen sollten, gar nicht Vati besiegen, sondern irgendwas anderes? Hätte man das vor dem Vati-Kampf haben können? Ich weiß es nicht. Mampflonk, Ovil, ach komm schon. Was müssen wir tun? Kann ich noch irgendwas machen? Wir waren überall, wir haben alle Leute angequatscht, wir haben alle Fragmente vereint, wir haben sogar alle Figuren. Wir haben auch allen Tyrop. Lass mal nochmal zum Dorf der Minish gehen.
Ich weiß nicht, wie lange das noch braucht. Zur Not. Zur Not muss ich das gleich nochmal schneiden. Und ich war hier einfach so gefühlt eine halbe Stunde vor dem... vor der Konsole und lass die Zeit verstreichen, wenn es das ist, worauf es ankommt. Das wird wahrscheinlich der gleiche Mechanismus sein, was bei dem Minish hier ausschlaggebend dafür war, ob der Tyro blüht oder nicht. Ich weiß es halt nicht. Muss man so viele Eingänge betreten haben? Muss man eine Ingame-Zeit verstreichen lassen? Ich weiß es nicht. Ja, wir forschen vorerst weiter. Ja, ja, ja. Ihr habt noch schon viele andere Ideen. Ach ja, stimmt. Wir sind ja ein Minish. Kein Wunder, dass uns der Vogel nicht abholen kommt. So, warte mal. Wir haben... Komm. Uns fehlen noch 3 Pfeile. Ich weiß, was wir machen. Wir holen uns die 3 Pfeile, aber... wir kaufen die uns nicht einfach. Nein, weil dann hätten wir ja keine 999 Rubine mehr. Wir werden erstmal wieder groß, gehen in die geheime Welt von Tabanta und erschießen ein paar Zyklopen. Und hoffentlich lassen die dann auch die gewohnten 5 Pfeile fallen. So, einmal Transport bitte. Wo ist denn am schlausten? Wir gehen einfach hier unten hin. Ach, genau, perfekt. Hier war ja gleich schon eine. Okay. Kriegen wir den schneller kaputt, wenn wir einen Lichtpfeil raufballern? Oh. Der hat ja überhaupt nicht getroffen. Na toll. Und jetzt Lichtpfeil. Okay. Yo, damit geht er komplett down, aber er droppt keine Pfeile. Was soll denn das? Ich könnte mir natürlich bei Terry auch ein Tyro holen, dass mehr Items aus hohem Gras gedroppt wird, aber nein. Wir machen's auf die altmodische Art und Weise. Weil ich keine Ahnung habe, wie lange es braucht für den Goronen. Also Big Goron. Wo waren denn die ganzen Typen jetzt? Hier war doch noch irgendwo einer, oder? Hier oben. Ja. Yeah. Hi, aufwachen. Und kaboom. 5 Pfeile bitte. Ja. Yeah. Aber dann sind wir wieder bei plus minus 0. Verdammt. Ich brauche immer noch 2 Pfeile. Please. So, hier war doch noch einer. Wenn ich 2 drauf schieße und er 5 fallen lässt, haben wir plus 3 gemacht. Das sollte reichen. Ah, nein. Jetzt. Badonk. Nein, das darf nicht wahr sein. Ich will doch nur Pfeile. Gab's hier noch einen? Oder waren die 3 die einzigen? Ich glaube, die 3 waren die einzigen. Okay, warte. Dann respawn die, wenn wir in die Höhle reingehen. Müsste eigentlich sein. Einmal hier reingucken, wieder rausgehen. Und nein, tun sie nicht. Ach, okay, weißt du was? Kommt uns alles zugute. Je länger wir brauchen, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Gorone fertig ist. Okay, wir gehen in die Stadt. Und weil ich jetzt zu faul bin, gehen wir doch einmal einkaufen. Aya hat auch schon so viel Geld von uns in Rachen geschoben bekommen. Ach, guck mal. Jetzt, wo wir die Medaille haben und alle Figuren, können wir auch nicht mal mehr magische Miesmuscheln, ich sage immer magische Miesmuscheln, bei ihm kaufen. Die sind aus dem Sortiment genommen. Komm, wir nehmen einfach 10 Pfeile. Ja, 20 Rubine ist sogar günstig. Gib her. Dankeschön. So. Und weil ich euch auch nochmal zeigen möchte, wie lohnenswert es sein kann, den gelben Tyrup zu benutzen, damit mehr Rubine auftauchen, machen wir das auch einmal kurz zu Demonstrationszwecken. Kostet 200. Nein.
kostet 200 Rubine. Und ihr werdet sehen, es wird deutlich mehr als 200 rauskommen. Also das lohnt sich schon immer, den Tyrup zu benutzen. So grob überschlagen, weil wir das jetzt nicht nachvollziehen können, weil der Counter wird bei 999 ja logischerweise aufhören zu zählen. Aber so grob überschlagen habe ich pro Mal, dass ich den Tyrup eingesetzt habe, 600 Rubine rausbekommen. Also plus. Heißt 800? War das so? Nicht, dass ich jetzt hier gerade Quatsch erzähle, aber ja. Ich glaube, es war so. Oder? Nee. Ich habe 600 gekriegt, also ein Plus von 400. Genau. Das müsste richtig sein. Okay. Einmal trinken. Und los geht's. Es sind alles einfach 20er, die hier gedroppt werden. Und gleich mit dem Wirbel zusammen einsammeln. Da kriegt man so um die 600 Pi mal Daumen raus. Den da oben habe ich jetzt nicht mehr erwischt, aber ja. Ist für uns jetzt auch egal. Ich will noch einmal Heilung. Sehr gut. Okay. Dann ein neuer Versuch mit Bicoron. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar der schnellste Weg, mich hier einfach von der Wolke fallen zu lassen. Und man kommt zwar beim Sela-Wasserfall, wenn man sich dahin porten lässt, auch recht weit oben an. Oder war das sogar... sogar hier direkt unten die Treppe runter oder diese Wand hier runter. Egal. Wir sind einfach wieder da. Hallo. Mampf, Klonk. Oh, wie lecker. Lass mich noch ein Stückchen probieren. Mann! Okay. Gut, dann heißt das noch ein bisschen geduldig sein. Wir bleiben einfach hier stehen und ich melde mich dann gleich nochmal, wenn der Typ endlich mal soweit ist. Ich meine, guckt ihn euch an. Er hat einen langen Verdauungstag. Das dauert ein bisschen, bis das irgendwo ankommt. Bis gleich. So, Kumpel, willst du jetzt? Oh. Ah, Mampfklunk. Oh, formidabel. Vielen Dank, mein lieber Mützenwicht. Vielen Dank, dass du mich den Schild schmecken ließest. Es fällt mir nicht leicht, aber versprochen ist versprochen. Ich spucke den Schild jetzt aus. Goronsammer und Magensäfte und alles. Oh, der Gute hat ein paar Zahnlecken oben. Aber wir haben den Spiegelschild erhalten, wie auch immer er das in seinem Magen gemacht hat. Ich will's gar nicht wissen, aber... Jo. Ein strahlender, starker Schild, der Angriffe zurückprallen lassen kann. Oh? Ups. Irgendwie hat sich die Form des Spiegels ein wenig geändert. Ach was. Aber kein Problem. Der Schild ist einfach nur anders geformt. Finde ich. Jedenfalls. Tja, also nicht für ungut. Tschüssi. Geil. Okay. Ja, da ist er. Der Spiegelschild, mit dem wir Angriffe zurückprallen lassen können. Tatsächlich bin ich mir unsicher, ab welchem Zeitpunkt wir ihn hätten kriegen können. Wenn vor dem Vati-Kampf, dann wäre das vielleicht noch an einer oder anderen Stelle hilfreich gewesen, damit einen Angriff zurückprallen zu lassen oder so. Falls nicht, falls wirklich erst nach dem Vati-Kampf, dann sehe ich da keinen wirklich großen Nutzen. Aber er sieht stylisch aus, oder? Also, ich habe mir hier auch nochmal erlaubt, die beiden Talismänner zu holen, Nairus und Dins, damit die Flaschen da nicht so voll, so leer aussehen. Aber ja, das war's dann damit. 100% abgeschlossen, alle Items gesammelt, geupgradet, ja, was soll's. Beenden wir hier, oder, nee. Ich war gerade unschlüssig, wo ich auch so, aber wisst, wir gehen nach Hause, wir gehen in unser Bett, oder in unser Zimmer zumindest, und da soll unser Abenteuer enden, aber mit vollen Herzen, bitteschön, danke. Noch ein bisschen aufpassen hier. So.
zu Hause. Alles erledigt. Gehen wir nochmal gucken. Ja, volles Inventar. Alle Items auf höchstem Stand. Schwert der Vier, Spiegelschild, auch der magische Bumerang, die Fernzündbomben, die Lichtpfeile. Größter Köcher, größte Bombentasche haben wir. Hier ist alles vollständig, alle 8 Rollen. Karte komplett erkundet, alle Fragmente feind und so weiter und so fort. 100% erreicht. Das feiern wir, indem wir einmal speichern. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß bei diesem Let's Play. Wenn euch das Spiel gefallen hat und es ihr noch nicht selber gespielt habt, kann ich dafür auch wieder nur eine Empfehlung aussprechen, es selber zu spielen. Bis auf dieses Mini-Nintendo-Minispiel. Ich meine, wenn ihr Bock drauf habt, bitte, gerne, tut es euch an. Aber ihr habt's gesehen, wie grausam es ist. Ja, ansonsten, die Story ist halt mega süß. Die Pixelgrafik und so weiter. Alles wunderbar, wundervoll. Eins meiner Top 5 Zelda-Teile auf jeden Fall. Und ja, dann heißt es von mir Cheerio. Und bis zum nächsten Let's Play-Projekt von mir. Euer Guitar Link.